Die Dinger gibt's auf der ganzen Insel. Eine Ruine. Scheiße. Das soll auf einer Insel sein. Wird sich niemals ändern. Wir sind alle am Arsch. Er sagte, das sei kein Problem. Hey, ich bin Sid. Und du bist hoffentlich kein Schoßhund des Ordens. Was hast du gegen den Orden? Der Orden sperrt uns wie Vieh in dieser Stadt ein und verschleppt unsere Männer in die Vulkanfestung. Sieh dir Rodriguez an. Er war mal einer von uns. Ich konnte mich auf ihn verlassen. Und jetzt, da oben in der Festung, haben sie irgendwas mit ihm gemacht. Sie haben ihn umgedreht. Jetzt ist er nur noch ein Werkzeug des Inquisitors. Scheiß auf ihn. Wer ist Rodriguez? Das ist eine gute Frage. Er war mal ein guter Dieb. Aber dann haben sie ihn draußen beim Plündern erwischt. Ich weiß nicht, was sie mit ihm gemacht haben. Aber ich erkenne ihn nicht wieder. Jetzt bewacht er im Namen des Ordens das Schlachthaus am Hafen. Brauchst du Hilfe? Rodriguez hat es auf mich abgesehen. Der Kerl will mir ans Leder. Wenn du mir helfen willst, finde heraus, was er vorhat und erzähl's mir. Wir machen dir sowas nicht. Ahoi! Was machst du hier? Gute Frage. Eigentlich gar nichts. Im Hafen gibt es gerade nichts zu tun und den Job bei Patty habe ich auch an den Nagel gehängt. Du arbeitest für Patty? Ich habe für Patty gearbeitet, Bier rumgetragen. Aber die wenigen, die noch trinken, kommen eh in die Kneipe. War also kein Bedarf mehr. Zum Glück musste ich meine Koje bei ihr noch nicht räumen. Jetzt helfe ich ab und zu im Hafen aus. Erzähl mir was über den Hafen. Da ist nicht viel los, kommen ja auch keine Schiffe. Die einzige Möglichkeit, an einen Job zu kommen, ist Carrasco. Er gehört zum Orden und verwaltet das Lagerhaus. Außerdem bezahlt er miserabel. Halt dich an Lucor. Er hat da was Eigenes am Kochen und wenn du dich gut anstellst, ist die ein oder andere Münze extra drin. Aber lass dich nicht über den Tisch ziehen. Luco ist ziemlich geizig. Reden. Einfach alle wollen immer nur reden. Die Erde. Eigentlich wollen doch alle nur das Gold. Ich lass mich da nicht blicken, so viel steht fest. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Draußen ist es verdammt gefährlich. Hi. Was guckst du denn so? Hast du noch nie einen arbeitslosen Fischer gesehen? Was? Hey, lass mich einfach in Ruhe trinken. Wenn du reden willst, spendier mir einen Rum. Das geht doch niemals gut. Du darfst dies nicht, du darfst das nicht. War doch klar. Hey, Fremder. Du siehst aus, als könntest du einen ordentlichen Schluck vertragen. Hier hast du ein Bier. Trink erstmal einen. Das Zeug ist das Beste der ganzen Stadt. Danke. Das ist gut. Du bist sehr jung für eine Kneipenwirtin. Eigentlich wäre ich gar nicht mehr hier, wenn die Weißen die Stadt nicht abgeriegelt hätten. Weil ich nicht in der Gosse leben wollte, habe ich diese Kneipe hier übernommen. Wenn ich könnte, wäre ich schon lange weg. Das kannst du mir glauben. Was genau willst du draußen vor der Stadt? Das kann dir doch egal sein. Aber wenn du es genau wissen willst, ich suche etwas. Etwas sehr Wertvolles. Was denn? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Na klar. Siehst du? Ich nämlich auch. Du machst mich neugierig. Wonach genau suchst du? Du lässt nicht locker, was? Na schön, wenn du es unbedingt wissen willst. Ich suche meinen Vater. Ach was. Sein Name ist Gregorius. Er ist Seemann. Man sagte mir, er sei auf dieser Insel. Ich bin nur allein wegen ihm hierher gekommen. Doch bisher fehlt mir von ihm jede Spur. Ich kann nur vermuten, dass er sich außerhalb dieser Stadt irgendwo auf der Insel herumtreibt.
Ich werde dir helfen, deinen Vater Gregorius zu finden. Da hast du dir was vorgenommen, du Held. Aber bitte, wenn du unbedingt willst. Ich weiß nicht, ob du Kapitän Romanov kennst. Ich hörte, er sei mit seinem Kahn hierher gekommen und soll sich irgendwo hier in der Stadt aufhalten. Romanov ist auch Seemann. Er hatte oft mit meinem Vater zu tun. Also, wenn jemand wissen könnte, wo mein Vater sich aufhält, dann ist es Kapitän Romanov oder jemand seiner Mannschaft. Du willst also aus der Stadt? Und wie soll das gehen? Das weiß ich noch nicht. Ich habe nur gehört, dass es einen anderen Weg aus der Stadt geben soll als die beiden Haupttore. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Geredet wird viel in dieser Stadt. Was wird denn so geredet über einen geheimen Weg aus der Stadt? Es heißt, dass Artefaktschmuggler hier in der Stadt ihre Ware an den Don liefern würden. Doch die Weißen lassen kein Schiff mehr ablegen und die Haupttore werden ebenfalls bewacht. Die Artefaktschmuggler müssen einen Weg gefunden haben, den die Weißen noch nicht kennen. Verstehe. Kennst du jemanden dieser Artefaktschmuggler? Ich vermute, dass die Banditen vom Don dahinter stecken. Aber genau weiß ich das nicht. Im Grunde versucht doch jeder, der ein Artefakt findet, es gewinnbringend zu verkaufen. Wer hat da schon den Durchblick? Ich jedenfalls nicht. Aber du kennst doch bestimmt jemanden, der mit Artefakten handelt, oder? Frag doch mal den Kerl da drüben. Sein Name ist Düter. Der versucht schon seit Tagen, seine heiße Ware zu verkaufen. Bisher allerdings ohne Erfolg. Ich werde dir helfen, die Stadt zu verlassen. Das ist dir rührend, kleiner Held. Das haben schon ganz andere gesagt. Aber das war nur Pfeifen. Es war keiner dabei, der wirklich was auf dem Kasten hatte. Also, wenn du wirklich einen Weg aus dieser Stadt heraus weißt, dann raus mit der Sprache. Ansonsten mach hier keine Sprüche, klar? Mit mir. Interesse an einem wertvollen Artefakt? Wer bist du? Ich bin Schatzsucher. Heiße Düter. Du bist einer der Drillingsbrüder, richtig? Du kennst meine Brüder? Kennen ist zu viel gesagt. Zumindest bin ich schon mal einem von euch begegnet. Dein Bruder Olf wird von den Weißen gefangen gehalten. Olf ist stark. Er wird sich wieder befreien. Ihr seid ja eine tolle Familie. Woher stammt dein Artefakt? Aus den Tempelruinen. Ist sehr wertvoll. Was für ein Artefakt hast du anzubieten? Eine Goldschale. Sehr wertvoll. 150 Goldmünzen will ich dafür haben. Okay, ich denk drüber nach. Menschen waren das nicht. Er soll auf einer Insel hausen. Manchmal muss man was riskieren. Ich sage dir, das wird sich niemals ändern. Ich glaube, das ist alles nur Seemanns Garn. Er sagte, das sei kein Problem. Ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Gibt's Probleme? Und erzählt ja keiner was. Mit mir machen die sowas nicht. Ob uns das gefährlich wird? Wie soll es mal weitergehen? Hast du meinen Rum? Nein, noch nicht. Dann lass mich in Ruhe. Das habe ich auch gehört. Du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Das wird sich doch nie ändern. Die Ruinen sind einfach aus dem Boden gekommen. Ukos wacht über Lagerhaus. Aha. Und sonst? Alles klar bei dir, Großer? Alles klar, Boss. Kannst du mir zeigen, wie ich so stark werde wie du? Niemand ist stark wie Ukos. Aber ich dir helfen, stark zu werden? Hast du Gold? Ukos braucht Gold für Fleischerei. Raus! Weg mit dir!
kann das nicht noch warten. Was machst du denn hier? Das Gleiche könnte ich dich auch fragen. Ich schlafe hier nur. Nur schlafen, nichts weiter. Wie kommst du über die Runden? Ich arbeite für, den Fischhändler. So, so. Ja, so ist das. Ich hole Fische ab und biete sie den Leuten an. Schwer beschäftigt siehst du ja nicht gerade aus. Momentan ist es ziemlich ruhig. Du wirst mich doch nicht beklauen, wenn ich hier schlafe. Was denn? Ich? Nein, sowas mache ich nicht. Das will ich dir auch geraten haben, sonst kriegst du den Ärger deines Lebens. Ja, ja. Mach dir um mich keine Sorgen. Hey, du Schlafmütze! Wenn du in meinen Betten schläfst, musst du auch bezahlen. Vorher gibt's keine Waren mehr. Hier ist das Gold für dein Bett. Na also. Lass uns handeln. Hallo Fremder, ich bin Casey. Hallo, Casey. Wie bist du denn in die Stadt gekommen? Die Tore sind doch längst verschlossen. Du bist ganz schön neugierig. Keine Angst, Süßer. Ich will dir keinen Ärger machen. Ich bin mir sicher, jemand wie du findet immer einen Weg. Was machst du hier? Ich bin die Freundin von Sid. Er ist einer der Banditen des Don. Ach was. Er ist schlau und stark und er weiß, was eine Stadtfrau verlangt. Du meinst? Genau, er macht mir Geschenke. Erst letztens hat er mir einen schönen Ring geschenkt. Hey! Warte, nicht hier. Was? Carrasco muss ja nicht alles mitkriegen. Lass uns woanders hingehen. Hast du ein Problem mit Carrasco? Nein, es ist genau umgekehrt. Er hat ein Problem mit mir. Er guckt mir ganz schön auf die Finger. Hat Angst, dass ich hier was klaue. Und? Klaust du?
Solange mir niemand was nachweisen kann, bin ich ein unbescholtener Bürger. Sie haben mich sogar durchsucht, aber nie etwas gefunden. Ich bin zu schlau für Sie. Ich suche Arbeit. Wenn du Kisten schleppen willst, musst du zu Carrasco gehen. Allerdings glaube ich nicht, dass du solche Arbeit suchst. Und was glaubst du, suche ich? Etwas, das mit höherem Risiko und höherem Gewinn verbunden ist. Habe ich recht? Was hast du anzubieten? Ein paar von den Jungs, die für Carrasco Kisten schleppen, arbeiten nebenbei für mich. Sie lassen ein paar Teile aus dem Lagerhaus mitgehen und dafür kriegen sie von mir eine anständige Bezahlung. Aber die Idioten kriegen den Hals nicht voll. Sie verlangen das Doppelte von dem, was ausgemacht war. Aber das können sie mit mir nicht machen. Nicht mit mir. Was haben Sie gestohlen? 5 Rüstungsplatten. Es sind goldene Stücke alter Rüstungen, die in den Ruinen gefunden wurden. Klingt interessant. Kann man die benutzen? Du meinst, um die eigene Rüstung besser zu machen? Ja. Nein. Aber sie sind trotzdem wertvoll. Über welche Jungs sprechen wir? Da ist Buddy, ein Arbeiter hier aus dem Hafen. Und sonst? Ingvar und Vasili haben beide keinen festen Job und helfen hier nur ab und zu aus. Die meiste Zeit sind sie in Pattys Kneipe. Was soll ich mit den Jungs machen? Nimm ihnen die Platten wieder ab und bring sie mir. Wie du das machst, ist mir egal. Mir ist nur wichtig, dass am Ende die 5 Platten in meiner Tasche sind. Und Carrasco darf die Teile nicht bekommen. Am besten ist, er kriegt nichts von dem mit, was hier läuft. Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Du bekommst das, was ich mit den Jungs ausgemacht habe. 50 Goldstücke für jede Platte. Bei 5 Platten sind das 250 für dich. Schneller und leichter wirst du hier nirgendwo an so viel Gold kommen. Ich will 400. Willst du mich ruinieren? Da kann ich den Jungs ja direkt das Gold in den Rachen schmeißen. Ich sehe das so. Wenn deine Jungs das Doppelte wollen, musst du 500 Goldstücke zahlen. Und wenn ich die Drecksarbeit für dich machen soll, kostet dich das was. Bei 400 kommst du immer noch gut weg. Gut, du bekommst die 400. Aber nur, wenn du dafür sorgst, dass sich die Penner in Zukunft an die Abmachung halten. Ich besorg dir die Rüstungsplatten. Ich wusste, dass du eine Chance erkennst, wenn du eine bekommst. Ich bin hier, wenn du mich suchst. Patty sucht ihren Vater. Zeig mir mal jemanden, der nicht nach Kapitän Gregorius Stahlbart sucht, Mann. Ich weiß nur, dass er vor langer Zeit mal hier war. Aber wo er jetzt ist oder ob er überhaupt auf dieser Insel ist, weiß ich nicht. Gregorius ist ein Kapitän? Was denn? Du kennst den Piratenkapitän Gregorius Stahlbart nicht? Der Kerl hat mehr auf dem Kerbholz als jeder andere Freibeuter, den ich kenne. Ach was. Mann, oh Mann. Du lässt dich da gerade auf eine sehr gefährliche Sache ein. Keine Ahnung, was Patty dir erzählt hat, aber an deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Sie ist die Tochter eines der berüchtigsten Piraten hier in dieser Gegend. Was weißt du noch über Kapitän Stahlbart? Eriksson behauptet, dass Gregorius Stahlbart eine Baracke hier in dieser Stadt hat. Aber ich glaube ihm kein Wort. Wenn er wirklich wüsste, wo Stahlbarts Baracke ist, hätte er sie sicher schon geplündert und wäre über alle Meere. Stattdessen habe ich Eriksson lediglich in Sonjas Bordell herumlungern sehen. Was schätzt du, wäre in Stahlbarts Baracke zu holen? Denk doch mal drüber nach, Mann. Das völlig herrenlose Haus eines berüchtigten Piratenkapitäns, der die Meere unsicher gemacht und unschätzbare Reichtümer angehäuft hat. Zeig mir mal denjenigen, der nicht gerne mal darin herumstöbern würde. Lukor schickt mich. So. Ich nehme an, er hat dir auch mein Gold mitgegeben. 200 Goldstücke und du kannst das Zeug haben. »200 Goldstücke sind zu viel.« »Daher weht der Wind. Du bist ein Schläger.
Also, ich sag dir jetzt mal, wie das läuft. Du bezahlst meinen Preis oder du musst mich umhauen. Such es dir aus. Ich werde dich umhauen. Das haben schon ganz andere versucht. Na, dann zeig mal, was du kannst. Mach schon! Jetzt mach doch was! Ja. Los doch! Sauberer Schlag. Sauberer Schlag. Oh, oh. Dreckskerl. Ich hoffe, die Rüstungsplatten bleiben dir im Halse stecken. Alles klar bei dir? Erst hörte man ein Grollen. Dann bebte die Erde. Eigentlich wollen doch alle nur das Gold. Da musst du vorsichtig sein. Die sind unberechenbar. Da kannst du nicht. Das traut sich keiner mehr. Ja, das sind schlimme Zeiten. Immer wieder das Gleiche mit dem Kerl. Haben ihn einfach in die Festung geworfen. Aber früher war auch nicht alles besser. Hat meine Alte dich geschickt? Ja, genau. Deine Frau hat mich geschickt. Dann sage ich, komm zurück, sobald ich Gold aufgetrieben habe. Was machst du hier? Das frage ich mich auch. Ernte weg, Kühe weg. Und dann haben sie uns vom Hof gejagt. Und jetzt will Carrasco mir nicht mal mehr einen Job als Kistenschlepper geben. Vielleicht säufst du zu viel. Ach, Quatsch. Das hat damit nichts zu tun. Sondern? Langsam fängst du an, mir auf den Sack zu gehen. Wenn du quatschen willst, geh zu Lukor. Der weiß doch, was läuft. Lukor schickt mich. Oh, Scheiße. Der ist ja noch schlimmer als meine Frau. Du hältst dich nicht an die Abmachung, sagt er. Und Vasili sagt, wenn wir alle unser Gold wollen, dürfen wir uns auf nichts anderes einlassen. Also, ich will 100 Goldstücke für die Platte. Vasilis Platten habe ich mir geholt. Ehrlich? Tja, Ja, dann gib mir doch einfach die 50 Goldstücke und ich bin zufrieden. Und du wirst dich in Zukunft an deine Abmachungen mit Luko halten? Ja, ich verspreche es. Ich zahle für deine Rüstungsplatte. Dann nimm das Teil.
Ich kann das Gold gut gebrauchen. Du versäufst es doch eh. Ja, was denn sonst? Soll ich es meiner Frau geben? Nein, danke. Da kann ich es besser gleich ins Meer schmeißen. Probier's woanders. Du siehst aus, als ob du Gold hättest. Wenn du Spaß und Entspannung suchst, bist du bei uns in Sonjas Bordell genau richtig. Schau doch mal bei uns vorbei, Süße. Wir haben Tag und Nacht für dich geöffnet. Du wirst es nicht bereuen. Werd's mir merken. Du bist nicht von hier. Pass lieber auf, dass die Inquisition dich nicht erwischt. Wie meinst du das? Ich meine, du solltest aufpassen, wem du hier auf die Füße trittst. Sonst liegst du am Boden und weißt nicht mal warum. Was muss ich über die Stadt wissen? Es gibt Orte, an denen du nichts zu suchen hast. Zum Beispiel das Lagerhaus am Hafen. Wirst du da erwischt oder versuchst du was zu klauen, kriegst du Ärger. Und wie sieht der aus? Unser Rechtssystem ist einfach, aber effektiv. Wir hauen dir aufs Maul. Auch wenn du Bürger verprügelst oder unser Vieh schlachtest, hauen wir dir aufs Maul. Und falls du mal jemanden umbringst... Haut ihr mir aufs Maul? Genau. Und anschließend bringen wir dich um. Was muss ich noch wissen? Wenn du mal Ärger hast, kann es vorkommen, dass die Leute nicht mehr mit dir reden. Und was mache ich dann? Am besten, du machst gar keinen Ärger. Und falls doch mal was passiert? Tja, das ist dann dein Problem. Wer bist du? Ich bin Edgar, Chef der Stadtwache. Früher lagen Recht und Gesetz in meiner Hand. Aber jetzt hat die Inquisition das Sagen und mich brauchen sie nicht mehr. Warum trainierst du nicht die Rekruten? Anstatt sofort jeden Apfeldieb zu verhaften, habe ich schon mal ein Auge zugedrückt. Aber davon versteht die Inquisition nichts. Sie halten sich strikt an das Gesetz. Und trotzdem wollen sie nicht auf unsere Erfahrung verzichten. Einer meiner Jungs, Bronco, trainiert die Rekruten. Du bist ein guter Kämpfer? Schwert und Armbrust sind meine Werkzeuge. Und wie schon mein Vater sagte, jeder Handwerker muss seine Werkzeuge beherrschen. Daran habe ich mich immer gehalten. Kannst du mich trainieren? Klar, aber gutes Training hat seinen Preis. Es muss doch eine Möglichkeit geben, Ärger wieder in Ordnung zu bringen. Die Magier kennen da so einen Spruch, diesen Witzzauber. Witzzauber? Willst du mich verarschen? Es ist ein Zauberspruch. Er gibt dir das Gefühl, jemand hat dir gerade den besten Witz der Welt erzählt. Und? Und darüber vergisst du alle Verbrechen und hast keinerlei Grund mehr, auf jemanden sauer zu sein. Wo kriege ich diesen Zauber? Wie ich schon sagte, die Magier oben in der Vulkanfestung kennen diesen Zauber. Vielleicht findest du auch eine Spruchrolle hier in der Stadt.